Es gibt Führungskräfte da draußen, die erreichen, was sie wollen. Und es gibt den ganzen Rest. Führen ist eine Disziplin, ein Handwerk, eine Kunst. Sie können sie beherrschen und bis zur Meisterschaft bringen. Stell sicher, dass du erreichst, was du willst. Guten Tag, hallo und ganz herzlich willkommen hier im Leben führen Podcast, dem offiziellen Podcast der Leadership Stars Community. Naja, und mit mir Olaf Kapinski. Ich hatte letzte Woche so im, sprichwörtlich im Schweinsgalopp, das neuen Rollenmodell beschrieben. Und heute greifen wir uns mal eine Rolle raus und dann gehe ich mal ein bisschen mehr ins Detail, dass das noch ein bisschen klarer wird, was ich damit meine. Es geht nur ein bisschen mehr ins Detail und es geht aber schon jetzt ins Detail genug, dass Sie aus meiner Sicht das direkt anwenden können und auch meines Erachtens auch anwenden sollten. Und wenn Sie, vielleicht waren Sie ja am Freitag, also am letzten Freitag im Livestream, das müsste der 24.09. gewesen sein, da bin ich mal da habe ich mal Archäologie betrieben und zwar bin ich mal meinem neuen Rollenmodell hinterhergelaufen und habe mal geguckt, welche Geschichte hat das eigentlich gehabt, welche Genese hat das eigentlich gehabt. Wenn Sie die Aufzeichnung davon sehen wollen, leben-führen.de/streaming und hier jetzt nochmal, dass das auf gar keinen Fall untergeht, Sie hören mich klickern, damit ich hier die richtige E-Mail rausbekomme. Dieses Modell ist entwickelt worden, also das, wie gesagt, das können Sie im Livestream nachschauen, wenn Sie das interessiert. Und es hat natürlich auch jede Menge Inputs von außen. So, und ein ultra wichtiger Input von außen ist vom lieben Alex Willner. Der hat mir den Bereich Organization Development und People Development quasi mal explizit dazu geschenkt. Ich hatte in einer Episode beschrieben, da war es noch ein bisschen granularer, wie das Fünf-Stufen-Modell funktioniert. Und dann sagt er, guck mal, habe ich umgesetzt, es funktioniert richtig gut. Und ich habe es noch ein bisschen angepasst. Und dann kamen diese beiden Stellen dazu, wo ich so dachte, das macht total Sinn. Das ist so der Schlussstein quasi zur Entwicklung des neuen Rollenmodells. Und damit sind wir jetzt, glaube ich, auch fertig mit der ersten Version vom neuen Rollenmodell. Alex, vielen, vielen Dank und hiermit Ehre, wem Ehre gebührt. Die die letzten zwei Rollen sind eben nicht auf meinem Mist gewachsen. So, wir werden heute die Rolle Finanzen, also die Rolle Finance mal auseinandernehmen. Ich hatte es letzte Woche beschrieben, wenn Sie die letzte Episode noch nicht gehört haben oder nicht mehr im Kopf haben, dann ist meine Empfehlung, die nochmal durchzuhören. Das neue Rollenmodell wird, sagen wir mal, das Rückgrat und die Orientierung, die Richtschnur für das jetzt gerade wieder in der Vorbereitung befindliche Leadership Stars Programm sein. Die Anmeldungen sind auf. Wer möchte, kann sich einen Interviewtermin holen und sich dann halt beim Programm bewerben. Die Teilnehmer, die dann zugelassen werden, die sind am 16. Oktober in Darmstadt eingeladen. Da passiert auch der Nachmittag in Führung. Das werfe ich nachher nochmal in die Episode. Im Leadership Stars, das Leadership Stars Programm hangelt sich an diesen neuen Rollen lang. Die neuen Rollen sind Production, Quality Management, Marketing, Sales als Nummer 4, Research and Development als Nummer 5, Finance ist 6, IT Security 7, Organization Development 8 und People Development 9. Das sind die beiden von Alex Willner. So, und jetzt gehen wir mal in den Bereich der Finance rein, also der Rolle Finance rein. Ich möchte, dass Sie die Rolle verstanden und haben und umsetzen können, dass Sie gerne mir auf LinkedIn schreiben können, was ich alles vergessen habe oder dass das ja bei Ihnen total gar nicht geht. Oder vielleicht, wie Sie es bereits elegant umgesetzt haben und was das für Konsequenzen hat. Es wird nicht so tief reingehen, wie wir es im Leadership Stars Programm machen. Schon klar, dafür ist es halt jetzt hier der freie Podcast. Wir fangen mal an. Die Rolle Finanzmodell. Da mag ich erstmal davor schieben, dass es hier, sagen wir mal, um eine andere Idee von Geld geht. Geld meine ich jetzt nicht als Wertspeicher in der Tasche, also bedruckte Scheine, alternativ 0 und 1 noch in irgendeinem Computer von irgendeiner Bank, sondern ich meine hier Geld als Konstrukt, um Dinge zu normieren. Dinge zu normieren, so klassisches Beispiel, Sie haben diese übliche Diskussion, die immer wieder geführt werden muss und die auch immer wieder entschieden werden muss, make or buy. Kaufen wir dieses Ding, was wir haben wollen, oder machen wir das selber? Und darum hat sich ja die ganze letzte Episode gedreht.
Ach so, natürlich ist der Name verfälscht von der letzten Episode und das Fallbeispiel war, also das Fallbeispiel war echt nur, ihr Name ist nicht Marion. Die Vergleichbarkeit können Sie dadurch herstellen, also über verschiedene Parameter, die können Sie alle auf Geld runterbrechen. Und dann haben Sie zwei Zahlen, die Sie gegeneinander stellen können. Vielleicht zwei Zahlen pro Stück, also Lieferzeit und Kosten dazu. Aber Sie kriegen es runter, Sie kriegen ganz viel Komplexität raus, wenn Sie Geld als normierenden Faktor nutzen. Also die Währung als normierenden Faktor nutzen. Wie gesagt, es geht nicht um den Wertgehalt der Zahlen, die Sie dann da auf dem Zettel oder im Excel stehen haben. Wenn Sie damit anfangen, wollen Sie an irgendeinem Punkt sich auch mit Ihrer Buchhaltung auseinandersetzen. Auseinandersetzen heißt, Sie wollen da einfach mal rüber und mit denen mal sprechen. Wie machen die das eigentlich? Worauf kommt es bei denen eigentlich an? Das werden immer die gleichen Sachen sein, weil die Buchhaltungen selber immer nach den gleichen Prozessen arbeiten müssen, weil sie die gleichen Ergebnisse liefern müssen. Also Ergebnisse auf Prozessebene gedacht, die gleichen Ergebnisse liefern müssen. Es wird mit Sicherheit Unterscheidungen geben zwischen CapEx und OpEx. Es wird mit Sicherheit Unterscheidungen geben zwischen den One-Times und den Recurrings und so weiter und so fort. Sie wollen so ein bisschen ein Gefühl dafür kriegen, welche Arten von Kosten gibt es und welche sind für Sie schon mal wichtig auf dem Zettel zu halten. Bitte, Sie brauchen nicht so weit runter, dass Sie Ihre Kosten buchhaltungsmäßig erfassen können. Wenn Ihnen die Buchhaltung sagt, wir haben 38 verschiedene Kontenpläne und das musst du dann dies und das und das und die. Nee, das ist nicht mein Punkt, ihr Lieben. Meine Empfehlung ist nicht, dass Sie den Job der Buchhaltung übernehmen. Meine Empfehlung ist es, dass Sie Geld als das nutzen und Ihr Finanzmodell dazu nutzen, Transparenz zu erzeugen. Nicht schon wieder Nebelgranaten werfen oder fremden Leuten den Job wegnehmen. Das ist nicht mein Punkt. Also, Geld vorneweg. Wenn ich hier von Geld spreche, spreche ich immer davon, dass Geld als normalisierendes Medium zu nutzen ist, um Komplexität rauszunehmen. Sie können zwei Projekte üblicherweise über, wenn wir sagen, die Quality und die Delivery Time Parameter sind die gleichen, können Sie zwei Projekte jeweils auf Geldsumme runterrechnen und damit können Sie dann entscheiden. Jetzt geht's auch los. Die Kosten. Die Kosten sind ja dann irgendwann doch richtig Geld. Die Kosten sind irgendwann doch richtig Geld. Im Finanzmodell geht es mir nicht um die Größe des Geldes, sondern das Finanzmodell hat den Fokus, oder die Rolle Finanzmodell hat den Fokus, dass sie Transparenz erzeugen können, nach innen und nach außen. Am Ende kommen aber trotzdem Kosten raus. Und jetzt sind ganz viele ITler, die sich, sagen wir mal, ich nehme mal das Wort, die sich anmaßen, für die Kunden die Höhe der Kosten zu entscheiden. Sie haben einen IT-Service und ich greife ein kleines bisschen vor. Sie haben einen IT-Service und der kostet Sie 100 Geld. Und jetzt kommt irgendjemand und sagt, den brauche ich. Und jetzt sagen Sie, den kriegst du nicht, der ist ja viel zu teuer. Höre ich immer und immer wieder. Habe ich bei meinem vorletzten Arbeitgeber immer wieder mit meinen Admins im Krieg gelegen, wenn die sagten, Vertrieb will das und das haben, aber das ist ja viel zu teuer. Naja, beim ersten Mal habe ich das noch geglaubt. Beim zweiten Mal bin ich dann rüber zu dem entsprechenden Vertriebsmitarbeiter geschlendert und gesagt, hier, hör mal, was du haben willst, ist ganz schön teuer. Ne? Und sagt er, was heißt ganz schön teuer? Dann habe ich ihm eine Zahl gesagt. Dann hat er sich ernsthaft umgedreht und hat an seinem Laptop weitergemacht. Ich so, was ist los? Also ernsthaft drehte er sich um. Und dann hat er mir mal die Zahlen offengelegt, also unter vorgehaltener Hand und nichts aufgeschrieben, schon klar, wie viel Marge da drin war, was es überhaupt für ein Auftrag war. Auf einmal stand ich da mit meinen Kosten, irgendwas Sechsstelliges, und dachte so, das ist ja süß, das ist ja niedlich. Weil ich den Fehler gemacht habe, also das zweite Mal den Fehler gemacht habe, ich wollte für meinen Kunden entscheiden. Der sagte nicht, das war teuer, der sagte nur, wann kann es fertig werden? Wenn ich das Doppelte gebe, kriegt das 3 Wochen früher fertig? Das war die Idee. Also, die Kosten, die aus Ihrem Finanzmodell rausfallen, sind die Konsequenzen für die Wünsche Ihrer Auftraggeber. Und der Auftraggeber entscheidet, ob das immer noch ein schlauer Wunsch ist. Ich habe in der letzten Episode dieses Beispiel mit dem Glasgarten, also mit dem Wintergarten gebracht. Das entscheidet nicht der Architekt, ob wir den bauen oder nicht. Das entscheidet der Bauträger, ob er die Kohle dafür hat. Also der Auftraggeber, ob er das haben will. Wenn der Auftraggeber eine Zahl hört und vielleicht eine richtig andere Zahl im Kopf hat, dann sagt er, ja, machen, wo ist der Punkt? Also, hüten Sie sich davor, wenn Sie das Finanzmodell machen, wenn Sie die Kosten klar haben, dass Sie für den Auftraggeber entscheiden. Das führt nie zu was.
Andersrum, spielen Sie mit dem Auftraggeber aber auch offen, was in den Kosten drin ist. Und jetzt schwenken wir ein in den Aufbau von dem Finanzmodell. Jetzt nochmal das Ziel. Das Ziel vom Finanzmodell, was Sie erstellen wollen, sind im Prinzip zweierlei. Das eine ist, Sie wollen Transparenz haben und das andere ist, Sie wollen möglichst wenig Aufwand haben. Ganz wichtig, dieses Finanzmodell darf nicht eine Komplexität erreichen, dass das quasi so ein Kraken mit 28 Armen wird und mir fällt gerade der Name von der griechischen Mythologie gestalt. Sie hacken den einen Kopf ab und zwei wachsen nach. Also so ein Monster-Drachenviech darf das nicht werden, ne? Das muss im Griff bleiben. Dazu gehört auch, dass Sie ein paar Dinge annehmen müssen. Dass Sie ein paar Dinge einfach mal als Hypothese aufschreiben. Schreiben Sie dran, wenn es eine Hypothese ist. Dass Sie bei ein paar Dingen einfach mal eine Schätzung machen. Schreiben Sie dran, wenn es eine Schätzung ist. Bei mir läuft es immer so, also immer noch so, dass alles, was geschätzt ist, mache ich in Kursiv. Und alles, was in echte Zahlen ist, mache ich halt in echten Zahlen. Das Modell besteht aus drei Teilen. Der erste Teil ist erstmal die Ausgabenseite. Die wollen Sie sowieso im Griff haben. Und so viele Leute, die in der ersten Führung angekommen sind, mogeln sich da so ein bisschen raus. Das ist immer so ein Doppelspiel. Die Führungskräfte der ersten Ebene, die Teamleiter, ich nenne sie Teamleiter, in meiner Welt sind es Teamleiter, die mogeln sich so ein bisschen raus und die Chefs trauen ihnen das nicht zu oder geben ihnen das auch nicht. Grundfehler. Sie müssen die Kosten, die Sie und Ihre Organisation mit Ihren Prozessen, mit Ihren Projekten verursachen, müssen Sie im Griff haben. Wie gesagt, das Einfachste ist ein Excel-Sheet und das wird schon von alleine ein bisschen größer. Ist schon klar. Mindestens mal sind es die Personalkosten und jeder, gerade die Developer, die sagen, oh nee, wir haben hier nur Personalkosten, sage ich direkt, nee, das stimmt nicht. Das stimmt schlicht nicht. Gucken Sie wirklich drauf, was Sie an Kosten verursachen. Da sind Lizenzen bei, da sind die Systeme bei, da ist bei. Die allerwenigsten, gerade Developer, arbeiten ja nur mit Personalkosten. Da kommt ja immer, wenn Sie drauf gucken, noch was dazu. Zur Not nehmen Sie was an. Personalkosten. Nehmen Sie einen Tagessatz an, der bei Ihnen im Unternehmen Standard ist. Und dann entscheiden Sie, was ist damit drin. Wenn Sie sagen, also Sie sollen nicht die Personalkosten als individuelle Gehaltskosten, also nicht das Gesamtpaket durch 12, das sind personenbezogene Daten, Sie wollen an der Stelle ein bisschen aufpassen. Sie nehmen einfach den Tagessatz und jetzt überlegen Sie und fragen mal rum, was ist im Tagessatz eigentlich drin? Wenn Sie sagen, also wenn bei Ihnen standardmäßig der Tagessatz ist, denken Sie, Sie zahlen 600 € oder 800 € oder irgendwie sowas und da ist standardmäßig schon mit drin, Gehalt ist abgedeckt, das Bürogebäude ist abgedeckt, der digitale Arbeitsplatz ist mit abgedeckt, tipp, okay, fein. Dann können Sie das alles wegpauschalieren in Ihrer Rechnung. Super. Gerade in der IT fällt ja aber immer noch ganz viel an, weil wir meistens Dienstleister fürs Unternehmen sind. Diese ganzen Zahlen wollen Sie zusammen haben, gerade vor allen Dingen, wenn Sie in der ersten Führungsrolle sind, weil das unglaublich aufschlussreich ist. Und ernsthaft, das ist ein Job, den machen Sie im Prinzip einmal. Beim ersten Mal müssen Sie ein bisschen bluten und danach reicht es quasi, dieses Ding alle Jahr zu pflegen, sodass Sie zumindest Ihre Ausgabenseite permanent maintained haben. So, das ist die Ausgabenseite. Jetzt haben Sie die Einnahmenseite und da wird es ja dann schon mal ein bisschen dünn. Ach so, warte, zur Ausgabenseite habe ich noch einen. Und zwar, was oft so ein bisschen aus dem Blick gerät, sind die Ersatzbeschaffungen. Ich habe das als expliziten Punkt hier in meiner Stichwortliste. Ersatzbeschaffung heißt gerade, also jetzt nicht, wenn es um Softwarelizenzen geht, sondern wenn es um physische Güter geht. Gabelstapler, ein Server, irgendwie sowas. Die haben ja eine gewisse Laufzeit. Sie erfahren von ihrer Buchhaltungsabteilung, wie lange sie die Sachen laufen lassen und was passiert, wenn die abgeschrieben sind und so weiter und so fort. Sie wollen... Das ist ein ganz heißer Tipp, ob Sie jetzt ein Finanzmodell haben oder nicht. Sie wollen wissen, wann Sie wie viel Geld für Ersatzbeschaffung brauchen, damit Sie dann nicht im kurzen Hemd dastehen, wenn irgendwie der Servercluster fällig wird und keiner hat es auf dem Zettel gehabt und jetzt kommen Sie völlig ohne Vorbereitung bei Ihrem Chef vorbei und wollen eine große fünfstellige Summe haben. Das ist einfach schlecht. Also, da bei solchen Sachen drauf gucken, anfangen schon mal ein Modell für die Ausgabenseite zu entwickeln. So, jetzt Einnahmenseite. Ich bin ein großer Fan von IT-Services. Ich glaube sogar, dass jede Abteilung grundsätzlich mal Prozesse abliefert. Die allerwenigsten Abteilungen liefern komplett Freestyle Projekte ab. Und auch da, hatte ich schon beschrieben, Projekte sind am Ende auch nur Prozesse. Der Vorteil von einem Prozess ist, dass Sie wissen, was Sie reintun, dass Sie wissen, wie viel Aufwand da reingeht und dass Sie dann wissen, was da rausgeht. Das heißt, den können Sie ganz gut bepreisen.
Jetzt sind wir wieder bei anderen. Gucken wieder auf die IT. Natürlich können Sie sehr einfach rauskriegen, wie viel Geld brauchen Sie pro Zeiteinheit, ich empfehle einen Monat, für den Betrieb von irgendeinem Datenbankserver. Das ist einfach. Und jetzt kommt jemand und sagt, ja, aber da hängt ja irgendwie Support dran. Wie berechne ich den denn? Ich hatte es am Eingang gesagt, Sie werden jetzt ein paar Annahmen treffen. Sie unterstellen einfach was. Wir haben so und so viel Supportaufwand mit dem Ding, daraus ergibt sich, blablabla, das noch als Finanzbaustein obendrauf, den der Kunde halt bezahlen muss. Das hilft ja nicht. Wenn sich der Kunde jetzt hinstellt und sagt, oh, warum ist denn das Ding so teuer? Und dann kommen diese hingeluderten Vergleiche. Eine MySQL-Datenbank bei Strato kostet mich 5 Euro im Monat. Wieso muss ich bei euch Hunderte davon bezahlen? Ja, ja, ja. Sie wollen erklären können, was der Kunde bezahlen muss. Die Einnahmenseite will geklärt sein. Die Einnahmenseite darf auch sinnvoll erklärbar sein. Sinnvoll erklärbar sein heißt, der mit seinem Stratos-Server hat weder Monitoring noch eine Support-Hotline, und ich weiß, wovon ich spreche, noch irgendein Backup oder. Das hat er alles nicht. Bei Ihnen kriegt er alles das mit. Dieses Beispiel können Sie für sich selber adaptieren, müssen Sie auch für sich selber adaptieren. Sie wollen die Einnahmenseite mit einem Modell versehen, dass man ihren Job buchen kann. Das klar ist, wenn ich was bei Ihnen beauftrage, was das dann kostet. Hoffentlich ganz viele Services dabei, das können IT-Services sein, das können aber auch Services in allen anderen Organisationen sein, und der ganze Rest dann Pay-Per-Use. Also Pay-Per-Use heißt, Sie sind IT-Abteilung und Sie machen 80%, ist sagen wir mal, ist der Standardkram, und den rechnen Sie über gelieferte IT-Services mal Einheit ab, und der Rest sind dann eben die Projekte, wo Sie sagen, die rechne ich pro Tagessatz ab. Die Einnahmenseite ist tatsächlich der Katalog, aus dem der Kunde auswählen kann, was er haben will. So, und jetzt fangen wir beim ersten, sagen wir mal, Transparenzgrund an. Der Kunde kann jetzt sehen, was das kostet, was Sie da tun. Jetzt werden Sie vergleichbar. Vergleichbar ist immer gut für Leute, die gute Arbeit liefern. Vergleichbar ist immer schlecht für Leute, die, naja, halt nicht so gute Arbeit liefern. Die Einnahmenseite muss so definiert sein, dass wirklich klar ist, dass da Äpfel mit Äpfeln verglichen werden. Ja? Also Sie liefern nicht, jetzt gilt es auch dabei, Ihre Produkte richtig zu benamsen, Sie liefern nicht Business-Laptop pro Monat, kostet 600 Euro. Wer das macht, braucht sich nicht zu wundern, dass der Kunde sagt, für ein Business-Laptop 600 Euro im Monat? Bist du falsch aufgestanden oder was? Es ist ja nicht der Business-Laptop. Der Service heißt falsch. Es ist Digital Workplace, was auch immer Ihr Begriff dafür ist. In der Beschreibung steht drin, was der Kunde dafür alles kriegt. Inklusive die Sachen, die der Kunde, naja, meistens keinen Kontakt zu hat. Also ein Backup dazu, ein Monitoring dazu, ein Ausfallservice dazu und das und das und jenes und all dieses Zeug, was Sie ja sowieso liefern. Die allermeisten IT liefern ja nicht zu teure Services ab, sondern die allermeisten IT wissen überhaupt nicht, was sie an den Kunden liefern. Natürlich muss so ein Laptop schnell mal 600 Euro kosten, wenn Sie wirklich drauf gucken, was dahinter hängt. Allein das Lizenzmodell von der ganzen Software, da sind 30 Standard-Softwaren drauf, wo man dann zu Hause sagt, oh, ich kaufe mir hier bei Mediamarkt meinen Windows-PC und da ist dann so eine Office-Studenten-Version drauf. Haha, ich bin kein Student, aber ich nutze sie trotzdem. Die Einnahmenseite dient dazu, dass Sie Äpfel mit Äpfeln vergleichen und nicht Äpfeln mit Bananen. So, deswegen will der Servicekatalog ein bisschen sauber beschrieben sein. So, das ist die Einnahmenseite. Und jetzt kommt, sagen wir mal, der Mechanismus dazwischen. Die drei Sachen zusammen sind das Finanzmodell. Ich habe den Begriff Finanzmodell jetzt ein bisschen doppelt benutzt, weil das dazwischen nenne ich auch das Finanzmodell. Das ist quasi Ihr Verrechnungsschlüssel, wie Sie die Einnahmenseite auf die Ausgabenseite matchen. Warum ist das ein eigener Punkt? Naja, wer schon mal Shared Services versucht hat zu berechnen, wird wissen, was ich meine. Der einfache Teil ist, Sie haben drei Leute, haben nur die drei Leute Personalkosten, alles andere ist über den Tagessatz abgedeckt. Und für die drei Leute rechnen Sie jeden 200 Tage pro Jahr ab und am Ende müssen Sie halt für 600 Manntage Einkommen haben. Das ist einfach. Da können Sie den Verursacher sehr einfach zuordnen. Wenn Sie jetzt eine gemeinsam genutzte Infrastruktur betreiben, wo sehr häufig nicht richtig klar ist, wer ist der Verursacher. Mit wer ist der Verursacher meine ich nicht
wer hat es jetzt verbrochen, sondern meine ich, wer konsumiert das alles. Da müssen Sie einfach ein paar Annahmen treffen. Wer bezahlt die DNS-Server? Wer bezahlt die Active Directory-Server? Jetzt kommt die Kunst vom Modellieren dazu. Das ist tatsächlich eine eigene Disziplin, wo Sie einfach Annahmen treffen, wo Sie sagen, hier, pass auf, das, diese 30 Server sind zwar Server, die berechnen wir aber in der Umlage für jeden Client, egal ob die was drauf machen oder nicht. Oder Sie sagen und so weiter und so fort und so weiter und so fort. Spannend wird es dann noch, wenn Sie so ein Schichtenmodell haben. Wer bezahlt das Netzwerk? Okay, jeder ein bisschen, verstehe ich. Wer bezahlt den File-Server, auf dem dann noch irgendwas drauf ist? Das wird beliebig bunt, wenn Sie sich tiefer reinarbeiten. Und wie gesagt, ich komme aus IT-Infrastruktur, vielleicht bin ich auch deswegen so ein bisschen geschädigtes Kind, weil wir, irgendwie jeder benutzt irgendwie alles so ein bisschen. Das muss dann halt einfach mit einem sauberen Modell hinterlegt sein. Wir sind wieder bei Transparenz. Einnahmenseite will sauber erklärt sein an den Kunden. Ausgabenseite wollen sie im Griff haben. Und das Finanzmodell verbindet die beiden Dinge miteinander. Ja, das zu erstellen kann schon mal ein bisschen aufwendig sein. So, jetzt was machen wir damit? Was wir damit machen, ist mindestens mal selber vielleicht ein schlechtes Gewissen kriegen und nochmal genau drauf gucken, wenn irgendwas ein bisschen komisch aussieht. Wie gesagt, es ist in den seltensten Fällen, dass sie sagen, wir sind nicht marktfähig mit dem Service. Weil wir bieten ihn für 100 Geld an und der Markt bietet ihn für 60 Geld an. Jetzt habe ich eine einzige Empfehlung für Sie und die kennen Sie mittlerweile. Wenn Ihre Mitarbeiter jetzt rumzicken und so häufig in der IT werden dann Dinge und so weiter, das haben wir schon immer so gemacht und Chef, das musst du verstehen. Ja, dann hier, lieber Mitarbeiter, unseren Service bieten wir gerade für 100 Geld an. Die Alternativangebote am Markt sind 60 Geld. Ja, das ist doch ganz was anderes. Nee, ist es nicht, habe ich mir geben lassen. Unser Service 1:1 würde 70 Geld kosten. Naja, liebe Mitarbeiter, jetzt ist klar, was wir tun. Sie können viel besser entscheiden, was Sie tun. Wir haben unsere Mitarbeiter nicht, um unsere Mitarbeiter zu haben, ne? Um das nochmal klar zu sagen. Wir können aber auf der anderen Seite, und das passiert noch viel häufiger, diese Geisterdiskussionen beenden, unsere IT ist so teuer. Die meisten IT-Departments, die halbwegs brauchbar gemanagt sind, sind 10% günstiger als der Markt. Warum? Weil die 10% das ist, was der Markt an Gewinn machen muss. Eine interne IT-Abteilung muss keinen Gewinn machen. Eine interne IT-Abteilung ist so häufig richtig viel günstiger als der Markt, dass das mein Hauptantreiber ist, warum ich so hinter diesem Finanzmodell her bin. Erstellen Sie Finanzmodell, damit Sie mal zeigen können, wie günstig Sie denn tatsächlich sind. Und wenn dann wieder irgendwie so ein neunmal kluger Controller reinkommt und sagt, hey, IT-Service XY kann mein Buddy, der irgendwie bei Accenture arbeitet, viel billiger anbieten. Nö, dann lass ihn mal kommen. Den zerreißen Sie da am Nachmittag. Weil der stundenlang seinen geilen Service präsentiert und Sie sagen, okay, verstehe ich, cool. Pass auf, ich hätte noch 18 Punkte, die nicht in deinem Angebot drin sind. Was machst du denn da jetzt mit? Sie wollen vorbereitet sein. So, das ist das Finanzmodell. Sie wollen Geld als Normalisierer begriffen haben. Sie wollen mit der Buchhaltung ein bisschen gesprochen haben, was für die wichtig ist. Sie wollen Transparenz erzeugen und Sie wollen die Kostenentscheidung beim Auftraggeber lassen. Ich warne dringend davor, Entscheidungen für den Auftraggeber zu fällen. Wenn irgendein Teamleiter kommt und sagt, hier, dieser Developer, der braucht einen Laptop, der 8-mal so geil ist wie alle anderen, der dann dafür das Dreifache kostet, naja, bitte, ist doch nicht meine Entscheidung. Der weiß genau, womit er seinen Mitarbeiter triggern kann. Also Kosten zum Entscheider. Sie wollen auch geklärt haben, wie weit können Sie mit Ihrem Kostenmodell überhaupt gehen. Sehr häufig, wenn Sie es noch nicht haben, wird intern nicht gecharged. Internes Cross-Charging an sich ist schon ein Dinosaurier, für den brauchen Sie, also da brauchen Sie wirklich jemanden mit der Peitsche, der das Ding in Zaum hält, weil das sehr schnell sehr ausufert. Selbst wenn Sie das nicht haben, arbeiten Sie mit Wooden Dollars. Sie arbeiten mit der reinen Information. Und Sie machen eine große Excel-Liste, wo Sie die Kunden auftragen, also Ausgabenseite haben Sie sowieso klar, Sie haben die Einnahmenseite klar. Und am Ende des Jahres, wenn Ihnen wieder mit dieser lächerlichen Diskussion kommt, IT muss 10% günstiger werden, sagen Sie, ja bitte, dann schalten wir 10% von ab. Sie wollen dahin, dass Sie gar keine Kosten mehr sind. Wer mir sagt, IT hat Kosten, hat das ganze Spiel nicht verstanden. IT ist keine Kosten. Wenn IT Geld kostet, der schaltet sie ab.
Keine Firma braucht irgendwas, was Geld kostet. Ist IT ein Enabler für irgendwas? Ja, aber die meisten IT zeigen es nicht deutlich genug. Deswegen das Finanzmodell, macht die Ausgabenseite klar, macht die Eingabenseite klar, habt ein transparentes Finanzmodell. Zeigt das Finanzmodell, wenn die Leute es wissen wollen. Kommuniziere mindestens, was die Kosten sind, die jetzt entstehen, selbst wenn ihr die nicht wirklich durchchargt. So, das ist meine Idee zur Rolle Finance. Die Grundlage davon ist ein sauber funktionierendes Finanzmodell und die Rolle selber kümmert sich dann darum, dass das Finanzmodell sowohl gepflegt wird permanent, aber auch, dass damit aktiv gearbeitet wird. Die Rolle Finance ist in meinem Rollenmodell eine Zulieferrolle zu Markt, zur Rolle Marketing, zur Rolle Sales, ist aber auch eine Transparenz-Exercise nach oben und vor allen Dingen in die eigene Abteilung rein. Im Leadership Stars Programm haben wir natürlich dann die Foren, wo wir die Diskussionen drin führen, wie machen wir denn tatsächlich die Einführung, was geht im individuellen Unternehmen, was geht nicht, wie haben es die anderen gemacht. Ein ultra wichtiger Teil vom Leadership Stars Programm ist das Video-Mentoring, wo sämtliche Stars in einem Videocall eingeladen sind, wo wir dann tatsächlich die Themen diskutieren, die Stars gerade beschäftigen. Und ich wette jetzt schon, wenn wir beim Finanzmodell sind, dann werden wir wochenlang die Diskussionen haben über die Details der Umsetzung der Idee des Modells ins eigene Unternehmen. Und the beauty ist, dass sie da zuhören können und mit ihren Kollegen auf Augenhöhe diskutieren können und dann von den Kollegen, von vielen sogar schon Erfahrungswissen bekommen. Wir haben das so und so gemacht. Langes Schweigen. Oh ja, das macht eine Menge Sinn. Dann hört man ein bisschen Papier knüllen. Das war der Plan, der den wegschmeißt und sagt, können wir nachher nochmal telefonieren? Ja klar, können wir nachher nochmal telefonieren. So. Das einzuführen ist ein bisschen Aufwand, aber es ist Gold wert am Ende. So, und jetzt bevor wir aufhören, ich hatte Ihnen versprochen, den Nachmittag in Führung nochmal zu beschreiben. 16.10. geht das Leadership Stars Programm los im Maritim Hotel in Darmstadt. Und wer möchte und nicht am Stars Programm teilnehmen will, was völlig legitim ist, darf einfach dazukommen. Sich eine Karte holen, die kostet 199 Euro und mit dem Bonusgutschein Leben führen ohne Bindestrich und mit UE gibt es 100 Euro Rabatt. Da sind Sie herzlich eingeladen, im Maritim Hotel mit dabei zu sein am Nachmittag. Einchecken ist 13 Uhr. Wir werden uns in der ersten Hälfte des Nachmittags über Ihre eigenen Ziele unterhalten. Was ist das, was Sie eigentlich wollen? Ich inspiriere Sie ein bisschen zum Denken. Wir gehen durch ein paar Methoden durch, die sich wirklich als brauchbar herausgestellt haben und die einfach umzusetzen sind. In der zweiten Hälfte sprechen wir nochmal drüber, wie werden Sie wirksamer? Wie werden Sie wertvoller? Wie werden Sie erfolgreicher? Der ganze Nachmittag ist ausschließlich auf Sie ausgerichtet, dass Sie im privaten Leben erfolgreicher werden können und dass Sie im beruflichen Führen erfolgreicher werden können. So ist die Idee von dem Nachmittag. Also gleich auf leben-führen.de gehen, da anmelden. Alles Weitere finden Sie auf der Landingpage. Wenn Sie es richtig haben wollen, wenn Sie richtig erfolgreich sein wollen, melden Sie sich für ein Interview zum Leadership Stars Programm an. Vielleicht haben Sie eine Chance reinzukommen und damit wünsche ich Ihnen eine großartige Zeit. Wunderschöne Woche. Bleiben Sie in Führung.